Hallo Fight-Fans, ich bin's wieder, Max hier von Ground & Pound TV. Wir sind hier beim Seminar von Wander de Silva und neben mir steht Nordin Assi. Hi Nordin, wie war das Wander de Silva Seminar? Oh, das war schön, großartig auf jeden Fall. War nett, den Wanderlei auf jeden Fall wieder zu sehen. Ich habe schon mit ihm 2 Monate eine Vorbereitung in Vegas gemacht. Und den jetzt hier live zu erleben, wieder in Deutschland, ist natürlich phänomenal. Das ist Wahnsinn, ne? Dass so ein Mann hier nach Deutschland kommt und so ein Seminar gibt. Also man merkt eigentlich, dass die Szene sich wirklich fortentwickelt hat in Deutschland. Ja, das auf jeden Fall. Also ich kann mich nur daran erinnern, so vor gut 10 Jahren, wo ich etwas jünger noch war, ja, und mit dem Sport bzw. mit MMA angefangen habe, das waren die ersten Fights, so, die ich mit so erlebt habe oder gesehen habe und dann mich auf jeden Fall davon inspirieren lassen und gesagt, ey, das willst du auf jeden Fall mal machen, richtig professionell. Und ja, ist auf jeden Fall so gekommen. Und dann irgendwie 10 Jahre später oder 12 Jahre später mit so einem Typen live wieder zu trainieren, ist natürlich einfach großartig. Unbeschreiblich, ne? Also es war eine unglaublich unbeschreibliche Atmosphäre auch hier, aber auch generell, wenn wir jetzt dabei sind, von wegen, wie sich MMA weiterentwickelt hat, muss man ja auch sagen, von wegen, dass sich einiges bei dir im Gym getan hat. Also du machst jetzt einen neuen Gym auf? Ja, das ist richtig, auf jeden Fall. Generell, der Sport, der hat einfach einen dicken Step nach vorne gemacht, wenn ich jetzt so überlege, wie das vor 12 Jahren war, wie wir da trainiert haben, wo wir jetzt trainiert haben, trainieren und so weiter. Das ist natürlich ein riesen Unterschied und auch bei mir gibt es natürlich einen riesen Step. Ich habe viele Jungs, viele talentierte Jungs. Ich werde jetzt mein Gym eröffnen, also vorausgesetzt so am 15. September bis spätestens zum 1. Oktober diesen Jahres werde ich mein Gym eröffnen. Also dementsprechend kommt mir auf jeden Fall das Seminar gelegen und man kann sich auf jeden Fall auch inspirieren lassen. Schöne Sportschule übrigens, auch einen großen Dank an MMA Spirit. Das ist natürlich eine schöne Sache. Ja, also und vor allem, wir haben jetzt gerade darüber reden, von wegen an den jungen Leuten, die kommen, also hast du ja schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt, bei der Cage Fight Night, bei der Jubiläumsveranstaltung von Bodo Elsberg beim Outsider Cup, mit 15 Mann warst du da, ne? Ja, das ist richtig. Wir haben 15 Fights auf der Karte allein von mir gehabt. Deswegen hieß ja auch das Motto auf der Veranstaltung Pride Gym gegen Deutschland, zu Recht. Im Endeffekt kann man sogar sagen, es war Pride Gym gegen Europa. Auch das wird Anfang nächsten Jahres passieren, dass Pride Gym gegen Europa kämpft. Dieses Jahr haben wir Pride Gym gegen Deutschland gemacht und das recht erfolgreich. Ja, wir haben 13 von 15 Kämpfen gewonnen und wir dürfen auf jeden Fall mit Recht sagen, dass wir die Konkurrenz definitiv in die Schranken verwiesen haben, sowohl im Stand-Up-Bereich als auch auf dem Bodenkampf sowie das Jiu-Jitsu-Training. Auf jeden Fall ein großes Dank auch an meinen Trainer Thomas Holtmann und mein bester Freund Thomas Holtmann, gleichzeitig Familie auch. Ja, wir sind eine Pride Gym-Familie und man sieht einfach, dass die Jungs einen riesen Step gemacht haben. Ich habe viele junge, talentierte Jungs. Ja. Wir haben ein Durchschnittsalter, wenn man es haben will, von höchstens 18 Jahren. Und das ist natürlich Potenzial pur. Ne? Ja, vor allen Dingen können ihr dann auch von der ganzen Erfahrung, die jetzt du schon hast, du bist ja ein Veteran, auch von der von Thomas, ne, profitieren. Und ich habe auch gehört, du hast 2 Neuzugänge. Möchtest du dazu auch noch was sagen? Mein lieber Mann, ihr seid wie immer um 2 Schritte voraus hier. Auf jeden Fall, wir haben neue 2 Zugänge, recht bekannte Jungs. Ja. Wir haben in erster Linie den Martin Zavara, der ist auch ein Teil der Pride Gym Familie geworden. Und sein jüngerer Bruder, der David Zavara. Und wir haben auf jeden Fall einen starken Zuwachs jetzt da. Und ich denke mal, mit den 2 Jungs noch im Team werden wir auf jeden Fall noch kompletter werden. Ja, du hast also ganz schön viele Dinge laufen. Jetzt kommen wir mal zu dir. Ich habe gehört, also du hast demnächst auch einen größeren Kampf anstehen oder bist da gerade so ein bisschen am Verhandeln. Kannst du dazu etwas schon sagen? Ja, wir sind auf jeden Fall in Verhandlungen mit einer großen Organisation in den Staaten. Es soll vorausgesetzt auch Ende Oktober stattfinden, dass ich da einen Kampf absolvieren werde in den Staaten, also in den USA. Und mehr will ich auf jeden Fall dazu, oder kann ich auf jeden Fall nicht dazu sagen. Aber ich habe auch noch gehört, was mit der Gewichtsklasse, also 70 Kilo habe ich Leuten hören. Nordin, möchtest du dazu das mal richtig stellen? Stimmt das so? Oder? Das ist richtig, auf jeden Fall. Ich war der erste Ultimate Fighter, ja. Der erste Ultimate Fighter aus Deutschland, der in den Staaten dabei war. Und ich will der erste Deutsche sein, der 5 Gewichtsklassen gekämpft hat oder kämpfen wird. Ja, also ich werde einen Wechsel jetzt ins Leichtgewicht machen, das heißt 70 Kilo Klasse. Und dafür ordentlich Furore sorgen, so wie ich das in allen anderen Gewichtsklassen gemacht habe, in der ich gekämpft habe mit meinen 31, 32 Jahren. Und ich denke mal,
Das wird recht erfolgreich werden. Ja, Heidewitzka, also wenn du jetzt ins Leichtgewicht gehst, also kann uns, glaube ich, einiges mehr erwarten. Möchtest du zum Abschluss was sagen, Nordin? Irgendwas, was dir noch einfällt? Also auf jeden Fall, es wird auch eine andere Veränderung geben. Jeder weiß, dass der Martin Zavara auch in der 93er-Klasse gekämpft hat. Wir haben uns auf jeden Fall alle entschieden, dass er in seine alten Gewichtsklasse zurückkehrt. Ja, da, wo er die besten Fights meines Erachtens gemacht hat. Da er bei mir im Team jetzt ist, haben wir das so entschieden. Wir werden den Martin demnächst im Mittelgewicht sehen. Ja. Also er geht auch jetzt runter? Der geht jetzt auch runter und da wird es auf jeden Fall richtig krachen. Also passt auf alle, die im Mittelgewicht sind. Der Arsch wird kochen. Ja, Nordin, dann vielen herzlichen Dank fürs Interview, dass du die Zeit genommen hast. Ich danke dir, ich danke Ground & Pound und für die tolle Arbeit, die ihr leistet auf jeden Fall. Und großen Dank an meine Jungs und meine Pro-Gym-Familie, ja, an meinen Freund und Trainer Thomas Holtmann. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Alles klar, ich danke dir, Nordin. Hallo, hier ist Nordin, the fist from Tangier Asri. Watch Ground & Pound TV.